Irgendeiner von da hinten, so ein richtig Vorlauter, steht da mit seinem hässlichen Gewehr und hat die ganze Zeit nichts Besseres zu tun, als auf mich zu schießen. Hör mal, Jung. Weißt du was? Komm mal her. So, ist jetzt mal Ruhe hier hinten. Meine Güte. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Wir hängen hier, ja, in so einem Verlies, Gefängnis, ich weiß nicht genau, was das ist, aber hier sollten wir Rouillet, oder wie der heißt, ich kann den gar nicht genau so richtig aussprechen, den sollten wir ausschalten, das haben wir auch gemacht und sollen jetzt hier nur noch aus dem Gebiet fliehen. Ich war jetzt so ein bisschen am Schauen, ob ich noch die Sachen finde, die wir hier noch machen können. Da gibt es nämlich zum Beispiel noch eine Kokarde und da gibt es zum Beispiel noch Kisten und solches Gedöns, aber irgendwie finde ich das noch nicht und, ja, deswegen würde ich fast sagen, wir fliehen tatsächlich einfach nur aus dem Gebiet, wie wir es eigentlich machen sollen. Da oben sind auch überall Zäune, also man kommt hier auch nirgendwo lang. Insofern, vielleicht gehen wir einfach raus. Vielleicht lassen wir die einfach hier in Ruhe. Na gut, da käme ich zum Beispiel auch rein hier. Aber das ist auch irgendwo ist halt ein Artefakt, das habe ich aber auch noch nicht gefunden. Und wenn ich hier reinkomme, okay, ich komme hier weiter. Hi Jungs. Na ihr, alles gut? Ich guck mal eben bei denen vorbei. Hier darf ich jetzt auch rein. Wir legen dich um und schlagen dich in Stücke. Ihr legt mich um und schlagt mich in Stücke. Aha, okay. Will ich sehen. Hier ja auf jeden Fall nicht, ihr beiden, oder? Schwach Martin. So, wo haben wir denn die... Also, was ich eigentlich gerne hätte, ist das Artefakt. Aber das habe ich immer noch nicht gefunden. So, den kann man mal schnell ausschalten. Der Kollege hat nichts mitbekommen. Muss deswegen auch dran glauben. Und das Artefakt ist auch nicht hier. Das ist noch weiter oben. Aber ich meine, hier ist eine Leiter. Also, oder eine Treppe. Keine Leiter. Deswegen schauen wir mal, vielleicht finden wir es jetzt oben. Oh ja, ich glaube, wir haben es. Warum brennt es hier? Ja, ist egal. Das Ding habe ich auf jeden Fall. Das war wichtig. So, 4 von 4 aus diesem Satz. Nicht schlecht. Neue Belohnung freigeschaltet. Und zwar, was denn? Sagt er mir nicht, ne? Was ich freigeschaltet habe, wird mir nicht gesagt. Nur, dass ich eine neue Belohnung freigeschaltet habe. Okay, ich konnte ja jetzt gerade zum Beispiel so ein... Oh ja, so eine Attacke machen. Oh, die Tür kann ich auch knacken zum Beispiel. Aber da ist ja nichts Sinnvolles drin, oder? Nö, kann ich einfach nur aufmachen. Wahrscheinlich war da eine Option. Ach, guck mal, ich habe mich hier mit denen geprügelt und die beiden stehen da immer noch rum. So, jetzt ist die eine Kiste auch nicht mehr weit weg. Aber ich komme trotzdem von hier aus nicht hin, glaube ich. Wenn ich hier rumgehe... Ne, hier ist zu... Komme ich auch nicht rein. Und von hier aus geht es auch nicht weiter. Also irgendwie, die Kiste ist in einem Raum, wo ich noch nicht weiß, wie ich hinkomme. Klar, da unten ist ein Fenster, wo ich rein kann, aber das ist ja nicht das, wo ich eigentlich hin möchte. Ich muss ja irgendwie da, vor allem übers Gitter müsste man ja auch irgendwie drüber kommen dann. Und hier kann ich mich nicht fallen lassen, das heißt, das ist auch noch nicht die richtige Stelle, aber zumindest die Kokarde würde ich gerne noch holen. Wo ist die denn? Bestimmt da oben drauf. Eher weiter oben als weiter unten. Ja, ja, ganz oben ist die. Gut, dann holen wir die zumindest noch, dass wir das gemacht haben, lasse ich die eine Kiste halt jetzt da und wir hauen dann aus dem Gebiet ab und dann haben wir zumindest die Mission abgeschlossen. Ist da irgendwo ein Heuballen? Leider nicht, ne? Ich sehe keinen. Wäre jetzt schön gewesen, aber naja. So, wir gehen hier rum. Und ich würde sagen, wir hauen ab. Eigentlich müsste ich doch auch springen dürfen inzwischen. Ich habe doch Abrollen geskillt. Aber naja, ich lasse mich einfach mal runterfallen langsam. Ich darf tatsächlich nicht wegspringen. Ich darf mich nur runter... Finde ich ein bisschen schade fast, dass man nicht, wenn man möchte, springen darf. So, wir fliehen einfach aus dem Gebiet. Und sollten das damit abgeschlossen haben hier. Wir kriegen eine leichte Hellebarde und ein neues Andenken in der... Kammer der Andenken. Attentate vom Vorsprung habe ich nicht gemacht. Attentate aus der Decke habe ich auch nicht gemacht. Aber wir kriegen natürlich trotzdem hier unsere drei Dinger. Das September-Massaker Sequenz 8 Erinnerung 2 ist damit auch abgeschlossen. So... Und was haben wir jetzt in der Kammer der Andenken? Da kann ich natürlich gerne nochmal reinschauen. Frederic Rouy haben wir ja ausgeschaltet. Wer sagt denn da Arno, hallo? 10 von 30, wir haben ein Drittel fertig.
So, da ist auch schon die nächste Mission. Ich würde fast sagen, wir gehen direkt wieder hin. Sequenz 9, Erinnerung 1, die Hungerzeit. Paris ist fest im Griff einer Hungersnot und das scheint alles Teil von Jamars Plan zu sein. Findet den Verantwortlichen und setzt dem Ganzen ein Ende. Naja, dann gehen wir mal hin. Oh Gott, wir haben schon wieder 31.000 in unserer Truhe im Café Theater. Meine Güte, Kinder. So viel Geld. Truhe ist voll, ja klar. Muss ich dann demnächst mal leeren gehen. Oder wir machen das jetzt. Ich meine, weil das Geld ist ja jetzt nicht so, als würden wir das nicht brauchen. Ne? Wir haben immer noch genug Sachen, die wir kaufen wollen. Also vielleicht gehe ich das kurz leeren, die Kiste, und danach gehe ich wieder zurück. Weil ich meine, wir brauchen die Kohle halt, ne? Oh, warte mal, nee. Kann ich da jetzt gerade gar nicht hin? Doch, hier muss ich doch, hier müsste ich doch hinkommen. Doch, da kann ich hin. So, also, Schnellreise zum Café Theatre. Truhe leer machen, 31.000 rausholen, haben wir schon wieder fette Knete und dann gehen wir dann zur nächsten Mission. Sequenz 9 sind wir dann schon. So, da wären wir. Und ich gehe ganz kurz die Kiste leeren. Jetzt hat er mir eben ja auch gesagt, wir hätten was Neues in der Kammer der Andenken freigeschaltet. Da würde ich dann auch mal ganz kurz nach oben gehen. Aber hier sind erstmal schicke 31.000 in unserer Truhe. Das ist echt nicht wenig. Also das ist inzwischen, machen wir so fett knetig. Ich bin echt froh, dass wir die ganzen Missionen auch gemacht haben. Es lohnt sich einfach wirklich. So, ich gehe jetzt mal eben in mein Zimmerchen. Wo ist das denn eigentlich? Das ist die Übungskammer. Hier ist irgendwie eine Online-Mission, genau wie hier. Aber wo ich hin will, das ist... Gottchen, was haben wir denn hier? Kann man der andenken? Einzelspieler andenken? Ach so, das sind solche Sachen hier. Können wir einfach nur uns Sachen angucken. Abschluss der Einzelspieler kommen hier 8 von 12. Okay, das sind einfach nur so Dinge. Leistungen können wir uns anschauen hier. Einzelspielermissionen 8 von 12, Leistungen 17 von 50. Helixliste 0 von 3, Pariser Geschichte 0 von 9. Dabei hatte ich doch schon mal eine Pariser Geschichte gemacht, oder nicht? Naja. Gut, also. Mehr ist das gar nicht. Dann würde ich jetzt von hier aus... wieder nach da oben reisen. Gott, ist das viel an Symbolen, oder? Wenn man das so sieht, ist einfach krass. Muss ich dann direkt mal den Filter reinbauen hier. Sehenswürdigkeiten, Schwierigkeit. Ach, guck mal, es gibt auch einen Filter nach Schwierigkeit. Da sehen wir, dass manche Gebiete noch so ein bisschen gelb sind. Selektiv alles, so. Und wir haben die nächste Mission dort. Und wir können da per Schnellreise hin, also ganz in die Nachbarschaft. Dann machen wir das und gehen dann von dort aus erstmal zur nächsten Mission. Und schauen, was da Sache ist in Sequenz 9. Ich würde auch gerne demnächst nochmal so ein paar Parts Storypause machen, dass wir nochmal ein paar Parts Pariser Geschichten machen oder noch Viertel aufdecken, die wir noch nicht aufgedeckt haben oder vielleicht mal ein paar Kokarden sammeln oder ja, was weiß ich nicht alles oder mal in den Coop reinschauen. Es gibt ja viele Dinge noch, die wir machen können, die wir noch nicht gemacht haben. Ich glaube, man könnte auch so ein Let's Play zu Unity locker 50, 60, vielleicht sogar 100 Parts lang machen, wenn man alles macht. Also ich erinnere mich an Assassin's Creed 3 zum Beispiel zurück. Das war, glaube ich, das komplette Let's Play. 30 Parts. Und Black Flag weiß ich gar nicht. Das war, glaube ich, ein bisschen länger. Da habe ich, glaube ich, richtig ordentlich Parts gemacht, weil es auch viel zu tun gab. Aber auch bei Unity habe ich so ein bisschen das Gefühl, da können wir noch sehr viel machen. Auch wenn die Story vielleicht gar nicht mehr so mega lange dauert. Das kann ich nicht abschätzen. Aber, okay, das ist ein Dieb. Moment. Alleine dadurch, dass es immer noch Sammelsachen gibt, dass es immer noch ja solche Massenereignisse gibt, man hat ja doch immer noch was zu tun. So, 11 von 30. Oh, da ist eine rote Kiste, da schaue ich natürlich mal eben, wo die ist und was die kann. Hi, alles gut bei euch, Jungs? Ja, das geht ja schnell hier, die beiden Kerle auszuschalten. Und wenn die bewacht ist, vielleicht ist das sogar eine Dreier-Truhe. Wir gucken mal. Ne, eine Zweier. Na gut. Oh, und ich verkack's mal wieder. Also ich schaff's tatsächlich, bei diesen hier schaffe ich es dann doch immer mal wieder auch nicht zu treffen. Aber jetzt habe ich getroffen. Manchmal lohnen die sich wirklich und manchmal lohnen die sich nicht. Ein maßgeschneiderter Lungerer Mantel. Gott, wir haben jetzt schon 3 oder 4 von diesen Sachen bekommen in Truhen. Muss ich dann mal irgendwann schauen, ob die was können. Wahrscheinlich ja nicht, weil ich ja dadurch, dass ich so viel Geld habe, schon die höheren Sachen sozusagen habe. Also hier teilweise Stufe 5er sogar. Deswegen glaube ich kaum, dass die... Wo ist denn hier die Kokarde? Glaube ich kaum, dass das mithalten kann. Ach Gottchen, da unten drin. Wer erfindet denn sowas? Oder wo ist die? Oben. Hä, was? Soll ich jetzt hier hochklettern oder was innen drin? Ihr seid ja lustig. Hier eine Kokarde zu verstecken. So, da ist sie doch. 8 von 15 in dem Bezirk.
Gut, dann würde ich jetzt noch eben hier die 30 Meter machen. Und wir gehen die nächste Mission annehmen. Betreffend die Hungersnot in Paris. Der gute François Thomas Germain ist dran schuld. Der hat gesagt, die Menschen sollen ausgehungert werden. Dann folgen die schon dem neuen Führer und so. Die Hungerzeit. Sequenz 9, Erinnerung 1. Le Marais, 31. Oktober 1792. Was weißt du über Getreidehändler? Freue mich auf dich zu sehen. Die meisten von ihnen sind derzeit sehr arm. Warum? Ich habe eine Spur zu Jana. Er lässt eine Frau namens Marie Getreide aufkaufen und leitet es zu einem privaten Dock um. Marie Levesque? Du kennst sie? Die Levesques sind seit dem dritten Kreuzzug Templer. Marie war die Einzige, die gegen Germains Exil stimmte. Überrascht mich nicht, dass sie zu ihm hält. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Nicht direkt, nein. Aber das bisschen Getreide, das zurzeit Paris erreicht, wird an den Docks am Hotel de Ville entladen. Klingt gut. Dort beginne ich. Vielleicht finde ich etwas über Madame Levesque heraus. So, wir haben mit der guten Elise gesprochen und sollen jetzt zum Pier gehen. Wie weit ist denn das weg von hier? 130 Meter, das schaffen wir noch. Da komme ich auch noch ohne Taxi hin. Gott, Leute, ist hier wieder viel los auf den Straßen. Da gibt's doch bestimmt gleich mal irgendwo einen Taschendieb, oder? Um den ich mich dann kümmern kann. Soll ich nochmal eben zum Händler und wir schauen mal, ob wir alle... Ich glaube, wir haben aber alles voll oder haben wir irgendwie was verbraucht? Ich erinnere mich jetzt gerade gar nicht. 9 von 9, 8 von 8, 3 von 5, 9 von 10... Ach Gottchen, ich habe vor kurzem mal erzählt, es wäre doch gut, wenn man einfach alles mit einem Mal auffüllen könnte. Jetzt sehe ich gerade, das geht sogar. Für 2124 kann ich direkt alles voll machen. Da hätte ich ja mal früher drauf kommen können, ne? Nach 30 Parts sehe ich es dann auch mal. So, und ansonsten, Fähigkeiten, da müssen wir ja momentan nichts machen. Obwohl, wir haben schon wieder 4 Punkte, ne? Können wir nochmal eben reinschauen hier. Schmetterschlag hatte ich schon geholt. Ich meine, wir können auch irgendwann mal den Geldbeutel holen, auch wenn ich den... Ach doch, ich hole jetzt mal die Betäubungsbomben, weil ich meine, wir haben ja auch die Rauchbomben, die Betäubungsbomben funktionieren eh nicht, aber dafür haben wir dann die doppelte Menge eben. Und wir könnten natürlich noch das hier mal holen. Ich meine, ich werde das kaum benutzen, aber da hat man es mal und dann haben wir auch irgendwann alles dann. So, haben wir das auch noch gemacht. Ach so, ich kann natürlich auch demnächst noch... Ich kann auch jetzt noch mal eben reinschauen. Wir haben nämlich schon wieder 54.000, ob wir nicht irgendwas noch brauchen können. Beine habe ich Stufe 5er, das reicht also erstmal. Ach hier, Taille Stufe 4er, aber ich mag den Adler. Unterarme Stufe 5er, Brust Stufe 5er. Ja, ich meine, wir brauchen eigentlich fast gar nichts mehr. Kopf Stufe 3, doch, da können wir mal ein bisschen upgraden hier. Also, was sieht denn nicht so kacke aus? Ich meine, das sieht schon lustig aus hier. Meisterlicher Militärumhang, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Was bringt der denn? Reichweite des Adlerauges, Dauer des Adlerauges, Adlerauge Abklingzeit. Zusätzliche Geldbeute und Dauer des Auffüllpunktes. Naja, den brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne? Ich hätte eigentlich auch gerne was, was Gesundheit dabei hat. Der hat zum Beispiel viel Gesundheit, bringt extra Credo-Punkte, extra Geldbeute, Adlerauge abbringt. Oh, der gefällt mir. Ah, der kostet auch viel. Shit. Ja gut, 130.000 ist ein bisschen viel. Ja, das mit dem Auffüllpunkt, das brauche ich halt nicht. Ah, der hat das auch nicht hier. Meisterlicher Musketierumhang. Der sieht auch schick aus. Und bei dem ist es so, dass wir da das nicht bezahlen mit dem Auffüllpunkt. Da haben wir dafür Gesundheit. Adleraugenreichweite, Dauer des Adlerauges, Adlerauge Abklingzeit, Geldbeute, ja, nehmen wir mal den mit. 22.500. Sieht auch eigentlich auch ganz schick aus. Meisterlicher Musketierumhang. Verbessern kann ich den leider noch nicht, da fehlen uns so ein bisschen die Credo-Punkte für, aber ich kann den mit Heckverbesserung, wollen wir das mal austesten, ich habe es noch nie gemacht. Meisterlicher, ja, und bringt das was? Okay, der wird dann einfach verbessert. Durch diese Heckpunkte. Haben wir den jetzt also auch verbessert und der hat jetzt 55, 30, 30 und 5 Gesundheit. Was hatte denn der andere, den ich vorhin hier maßgeschneiderter Bourgeois-Umhang? Okay, der hat nicht so viel gehabt. Und der hier, der hat auch nicht so viel. Der hat halt viel Gesundheit, okay. 9, je nachdem. Den hatten wir, glaube ich, an. Also ist schon ganz gut, dass wir jetzt... Oh Gott, wie sieht das denn aus hier? Gottchen, hinten mit dem Mütze dran, wie so ein Kondom hängt das darunter. Nee, also ich bin schon ganz zufrieden hier mit dem meisterlichen Musketier-Umhang. Sieht auch ganz schick aus und dann haben wir wieder ein weiteres 5er-Teil. Und ich glaube, sonst haben wir auch jetzt alles auf 5, ne? Armschienen 5. Taille ist das Einzige, was noch nicht auf 5 ist. Ich meine, wir können natürlich mal schauen, ob es einen gibt, der schick aussieht und 25.000 kostet. Zum Beispiel hier, sowas. Oder der. Oh, der sieht natürlich schon nett aus hier.
Meisterlicher Musketierumhang, der würde dann zu dem Kopfteil passen. Zusätzliche Medizin, zusätzliche Rauchbomben, Kirschbomben, Gesundheit und Munition bringt allerdings weniger Gesundheit als mein jetziger. Der bringt nämlich 12. Der bringt richtig viel. Aber die bringen alle nur wenig, ne? Was bringt der hier noch? Die bringen gar keine Gesundheit. Gottchen, na gut. Ich bin eigentlich zufrieden mit meinem, muss ich sagen. Der hat 6 Gesundheit, aber der... Also der hat echt mega viel Gesundheit, den ich momentan anhabe. Ich glaube fast, ich behalte den noch ein bisschen. Ja, und sonst können wir auch eigentlich noch Geld ausgeben, natürlich für Farben, aber... Ich weiß jetzt nicht, ob da was bei ist, was ich unbedingt haben will. Wir schauen mal. Wir haben auch einige neue freigeschaltet. Aber ich finde die jetzt alle nicht so schick. Oh, das sieht natürlich ganz cool aus hier. Friedliche Märchen. So weiß, rot, dunkelbraun. Das gefällt mir gut. Hierfür muss ich 100 Kukaden sammeln. Oh, und ach so, ich habe jetzt gerade gedacht, wir könnten das mit Geld kaufen. Nee, die müssen wir tatsächlich mit Credo-Punkten kaufen für 10.000. Das ist natürlich schon ziemlich viel. Aber ich würde fast sagen, wir machen mal den rein. Warte mal, jetzt momentan habe ich hier das. Nee, ich habe momentan das an. Assassinen-Blau habe ich momentan drin. Und wir könnten aber auch utopisches Blau anziehen. Dann wären wir nur in Blau gekleidet und nicht mehr in Rot-Blau. Ich weiß gar nicht, was ich besser finde, oder? Vielleicht tatsächlich hier so ein Weiß. Ich meine, das ist natürlich eigentlich die Assassinenfarbe früher von Ezio und Altair, ne? Weiß, Rot, hatte ich glaube ich auch schon mal drin. Wobei ich das Blau-Rot hier ja gerade auch mag. Es passt natürlich so zu Frankreich. Aber wir können das ja mal eine Zeit lang reinmachen, dann können wir ja später wieder wechseln. Das ist ja jederzeit austauschbar. Das war ja eigentlich auch gar nicht das, was ich machen wollte hier beim Händler rumchillen. Aber sieht doch gut aus. Fällt mir gut. Und wir bewegen uns erst einmal jetzt zu dem Ziel da hinten. Am Pier. Ja, die Leute schreien, sie haben Hunger, klar. Es liegt daran, dass der gute Thomas Germain das Getreide aufkauft. Hey, kommt hierher zurück! Ihr habt den Keil verpasst, ihr Deppen! Wo wollt ihr denn hin? Na gut, ich glaube, wir folgen dem Boot mal. Ja, das Boot verfolgen, ich bin dabei. Nicht das Wasser berühren, okay? Verdammt nochmal! Dann muss ich versuchen, hier tatsächlich über die Dächer zu gehen. Also, wir müssen uns beeilen. Das Boot ist ziemlich schnell. Das Boot ist ziemlich schnell, aber ich kann ja hier durch. Ich glaube, das sieht auch schon so aus, als sollten wir hier lang. So, nicht das Wasser berührt bisher. Nicht das Wasser berührt bisher. Hier kann ich auch drüber. Sieht ja alles schon so aus, als wäre der Weg für uns hier vorbereitet worden, oder? Ich kann hier überall wunderbar drüber. Und wir verfolgen das Boot. So. Nein! Und er springt ins Wasser. Ey, du Idiot. Mach alles kaputt. Hättest du doch denken können, dass ich, wenn ich nicht ins Wasser berühren darf, auf den nächsten Pfeiler will und nicht ins Wasser. Idiot, ey. Oh, Kacke. Hier geht gerade was kaputt. Na egal, ich laufe weiter. Das haut immer weiter ab, das Boot. 80 Meter sind es jetzt schon. Aber hier komme ich hoch. Na gut, ich darf jetzt eigentlich auch das Wasser berühren, aber schneller bin ich im Wasser halt auch nicht. Deswegen, ja, siehst du, das ist nämlich das Problem. Das Boot ist verloren, obwohl ich auch wirklich versucht habe, da Highspeed hinterher zu laufen. Schneller geht's nicht. Ich meine, klar, ich hätte an der einen Stelle nicht das Wasser berühren können. Dann wäre ich schneller gewesen. Vielleicht können wir das ja jetzt gut machen wieder. Und das wird zurückgesetzt und dann berühre ich jetzt das Wasser nicht. Seht nach Steuerbord! Dann verfolgt. Ah, okay, ich darf es nochmal probieren mit dem Wasser. Na gut, dann machen wir's. Holt verdammt nochmal! Wir müssen ein bisschen schneller sein. Ich meine, das Boot ist einfach mega schnell. Seht nach Steuerbord! Warum? Du sollst einfach nur nach unten. Meine Güte, und er springt wieder an die Wand. So, 50 Meter. Aber das ist halt echt, also wir sind nicht so richtig schnell, habe ich das Gefühl, im Vergleich zu dem Boot. So. Bisher sieht es doch ganz gut aus. Ich laufe jetzt einfach mal hier weiter. Ich laufe jetzt gar nicht oben drüber, weil ich glaube fast, dass ich hier schneller bin. Wenn ich einfach nur auf dem Boden lang laufe. Noch habe ich das Wasser nicht berührt. Ah ja, danke auch dafür. Ich schlag dir den Schädel ein. Warum willst du mir den Schädel einschlagen? Ich laufe doch nie am Strand lang. Meine Güte, beruhig dich. So, jetzt nehmen wir hier den Aufzug mit.
Momentan, jetzt bin ich auf jeden Fall näher dran als eben und wir haben das Wasser noch nicht berührt. Insofern, bisher sieht's gut aus. Entfernung zum Ziel verringert. Ich meine, ich laufe wirklich so schnell es geht. Ah, sei mir nicht böse. Aber schneller geht's nicht. Lauf weg, komm aus dem Weg. Okay, es hat geklappt. Aber knapp, ne? Da stand schon die ganze Zeit, ich sollte die Entfernung verringern. Ich war schon wirklich so schnell, wie es ging. Achtung! Verzog die Bugleine! Kapitän! Gibt es Probleme? Nein, Madame. Habt ihr eure Befehle? Hier, Madame. Gut. Und mein Befehl lautet, euch zu erinnern, dass einer der Säcke undicht ist. Ja, Madame. An die Arbeit! So, wir haben jetzt einen Eintrag zu Marie Leves. Und wir sollen die Befehle stehlen von dem Kerl da hinten. Und dabei keinen Alarm auslösen. So, jetzt darf ich das Wasser natürlich auch berühren. Also ab ins kühle Nass. Und wir schwimmen einfach mal hin. Wobei das hier ein bisschen dreckig aussieht, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ne? Da macht man sich die schöne weiße Assassinenuniform dreckig mit. Aber ja, gut. Also, da vorne ist auch... Achso, hier sind auch Wachen. Na gut. Nur mal schauen. Da vorne ist auch eine Alarmglocke. Oh, wieso sieht der uns denn? Oh, Kacke. Ja, gut. Ich wusste gerade nicht mehr, wie man untertaucht. Irgendwie geht das, glaube ich. Aber ich hab's vergessen. Also, ich hab... Obwohl ich ja hier reingelaufen bin, habe ich noch keinen Alarm ausgelöst. Weil ich kann nicht einfach die Glocke zerstören. Nee, jetzt hat... Achso, mal, er stellt sich hin und läutet hier die Glocke. Ja, gut. Idiot, ey. Ich stehe direkt neben ihm und er fängt an, die Glocke zu läuten. Gut, mein Junge, gut. Achso, was ich natürlich auch mal gerne testen wollen würde, ist meine neuen Bomben da. Moment, da sind sie. Zack, das sind so... Ja, die blenden halt. Aber lustigerweise nicht mich. So, den da soll ich bestehlen. Entweder töte ich ihn und stehle ihm dann, oder... Machen sie irgendwie anders. Und er läutet nochmal. So als hätte nicht schon einer geläutet eben, ne? Kollege. Meine Güte. Irgendeiner von da hinten, so ein richtig Vorlauter, steht da mit seinem hässlichen Gewehr und hat die ganze Zeit nichts Besseres zu tun, als auf mich zu schießen. Hör mal, Jung. Weißt du was? Komm mal her. So, ist jetzt mal Ruhe hier hinten, meine Güte. Muss nur ein bisschen aufpassen, weil wenn noch einer schießt, zum Beispiel der da oben ist noch so einer, das sind nur die Camper, weißt du, die hängen da oben auf ihren Türmen und fühlen sich besonders cool. Aber da kümmere ich mich dann drum. Ah, da hinten hat einer wieder Spaß an der Glocke. Bringt ihm aber jetzt auch nichts mehr. So, darf ich dich so bestehlen oder darf ich dich auch einfach töten? Wie machen wir's? Was ist dir lieber? Sitzt dir die Hose etwas zu eng? Ich meine, ich kann dich natürlich einfach eben umklatschen. Ich werde mir eure Reste von der Schuhsohle abkratzen. Hör mal, du bist irgendwie eklig. Was will er denn jetzt schmeißen? Ich glaube, dir geht's zu gut. Hier, ich habe auch sowas. So. Ich glaube, ich bestehle dich einfach, wenn du tot bist. Dann kann man am besten bestehlen. Glocke machen wir jetzt auch noch kaputt. Lohnt sich nicht mehr, aber gibt 100 Kilo-Punkte. Und wir haben die Befehle. Ja, danke auch. Gut, wir haben auch schon wieder Überlänge übrigens, wo ich es gerade sehe. Beim nächsten Mal geht's weiter bei Unity. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Euch einen schönen Tag, euer Walle. Bye, bye.